Ja, moin. Es wurde mal wieder Zeit, eine Stadt zu bauen. Und zwar so, dass ihr im Twitch-Chat mir vorgebt, wie die Stadt aussehen soll. Und falls ihr die letzte Folge verpasst habt, wo wir maximal reingeschissen haben, da wollte der Chat, dass ich ein Baby baue mit einer vollgeschissenen Windel. Und wir haben ein Atomkraftwerk mit AA geflutet. Zeigt ganz gut den Bildungsstand von meinem Twitch-Chat. An dem Baby bauen wir jetzt weiter und natürlich noch ganz viel anderen Firlefanz. Viel Spaß. Wird auch ein bisschen eckig, merke ich gerade. Das ist so ein Minecraft-Baby. Babys haben ja immer einen richtig großen Kopf. Wir können eigentlich den Fluss hier nutzen als so eine Linie an Schnodder, die dem Baby durch die Fresse fließt. Alter, wenn ihr euch schon mal Babys angeguckt habt, die haben immer so fett Schnodder in der Fresse hängen. Ich pack das gar nicht. Wirklich, die zwei Wochen, die ich in der Krippe gearbeitet habe, war schrecklich. Die haben die ganze Fresse voll mit Scheiße. So, und dann willst du es denen irgendwie wegwischen. Nee, lassen die dich nicht. Ah, so nee, die laufen dann den ganzen Tag mit der Scheiße in der Fresse rum. Baby ist natürlich grantig, weil Babys sind immer am Heulen. So, erkennt man doch, oder? So, Baby am Rumheulen. Sieht auch ein bisschen racist aus. Naja, passiert. Und die Schnodderlinie ist hier so aus der Nase, wo das einfach in alle Richtungen wegfließt und sich in den Haaren verhängt, weil das machen Babys gerne so. Und ich werde nie verstehen, warum. So, hier kommen noch zwei Ärmchen hin. Die haben auch eher so Kugeln als Hände. Okay, wurde jetzt nicht wirklich eine Kugel. Wieso habe ich denn eigentlich schon wieder diese komischen, komplizierten Kurven an? Hier, ich will eigentlich immer die leichten Kurven. So, Alter, man erkennt es schon, oder? Ich meine, hat halt keine Beine, aber wir haben halt auch keinen Platz für Beine. Und es wird ja alles schon wieder nur über eine Straße verbunden. Das ist schon wieder Kacke. So, du hast hier irgendwie so eine Rassel in der Hand. Und die Rassel verbindet sich mit dem Rest. Weil wir brauchen echt mal mehr Auffahrten auf unsere Straße. So, was ist hier schon wieder passiert? Wer ist jetzt hier schon wieder auf die Idee gekommen, die Straße einzuklappen? So, ihr habt immer noch nichts, weil jetzt die Straße zu hoch ist. Dann würde ich mal sagen, das ist ein ganz klarer Fall von euer Pech. Sieht eher aus wie ein Creeper. Alter, was habt denn ihr für Creeper-Texture-Packs? Das sieht überhaupt nicht aus wie ein Creeper. Hä? Wir müssen den Mund und so irgendwie verbinden. Hängt halt auch noch so ein bisschen Sabber runter. Am Heulen sind wir auch. Und da machen wir dann so einen geheimen Weg. Naja, nicht ganz so geheim. Zum Rest der Stadt. Oh, jetzt ist das hier unten gelandet. Das Lied ist maximal goofy. Oh, warte mal. Jetzt kommt hier die ganze Scheiße langsam angelaufen. Ich habe gedacht, das versickert einfach alles. Nee. Wir sind schon wieder eh finanziell im Minus. Ich habe jetzt keinen Bock, dass die ganze Scheiße jetzt quer durch unsere komplette Stadt läuft. Weil wir hier so eine ganz leichte Neigung nach unten zum Meer haben. Und die hier oben haben sich auch immer noch nicht beruhigt, dass die mal verstehen, dass sie Wasser haben. Oder haben die da unten einfach nichts zum Pumpen? Die aussieht wie Mark Forster. Also wie du. Ich sehe nicht aus wie Mark Forster. Stopp. Leute, habt ihr nicht gelernt, dass wir hier streamen ohne Mobbing sind? So, wir verbinden das hier mal mit dem Baby. So, das kriegt ihr so ein bisschen eine Nadel in den Kopf rein. Wir impfen unsere Kinder. Einfach nur, damit sich ein paar Leute drüber aufregen können. Magst du Mark Forster? Also da ich dreimal täglich mindestens Mark Forster genannt werde, muss ich ganz ehrlich sagen, geht der mir ziemlich auf den Sack. Ja, aber eigentlich muss ich doch erst noch einen Zug bauen. Es wurde sich doch auch noch ein Zug gewünscht. Leute, ich komme schon wieder überhaupt nicht hinterher. Aber so ein Zugnetz ist jetzt ganz schön aufwendig halt. Und vor allem ist auch schon wieder scheiße teuer. Der Güterzug kommt mal beim Baby und zukünftigen Mark Forster auf den Kopf. Dann machen wir hier unten einen hin, weil das ist dann so ein bisschen zentral mit allem verbunden. Und hier an den PC. Da fahren die jetzt einfach einmal im Kreis und dann ist auch schon wieder gut. Da müssen wir uns ganz kacken, die auf maximale Bauhöhe liegt. Leute, kann ich eine Sache bitte mal fertig bauen? Okay, der Bahnhof wird wieder pausiert, nachdem ich jetzt drei Stück gebaut habe, die fucking teuer sind und übelst viel kosten pro Monat, damit wir den Scheiß hier hinten jetzt fertig bauen. Okay, wir gehen auf maximale Bauhöhe. Also Leute, bitte mal so ein bisschen eins nach dem anderen. Alter, die maximale Bauhöhe in dem Spiel ist einfach so unnötig hoch. So, danke schön, dass meine Kamera auch auf die maximale Bauhöhe oben drauf springt, damit ich ungefähr gar nichts mehr sehe. Ich hoffe mal, das ist jetzt alles noch innerhalb von diesem Scheißefluss, aber ich glaube schon. Warte, so, wenn ich meine Kameraführung halbwegs hinbekomme, zack. So, da sind wir nämlich oben. Also wenn die Scheiße, wenn es so weitergeht, das Trinkwasser erreicht die Stadt mehr am Arsch. Aber ich glaube, die fließt hier so ein bisschen vorbei. Guck, die fließt hier einfach direkt Richtung Meer und das Wasser wird hier oben abgepumpt, hier an dem Fluss. Ihr habt die Hoffnung, dass es daran vorbeifließt. Hier, Reihenhäuser mit mittlerer Dichte, keine Ahnung. Ihr dürft jetzt mal hier oben einziehen. Viel Spaß damit. Also, nachdem wir das jetzt hier haben... Ach du Scheiße, das Baby hat sich eingeschissen. Das Baby hat sich eingeschissen und irgendwer ist in der Scheiße auch noch eingebrochen. Alter, wer bricht denn bitte bei dem Baby in der Windel ein? 911, what's your emergency? So, ich würde sagen, wir funktionieren einfach das... Bau die Bahnhöfe fertig, wenn du deinen Stadtteil fertig hast. Ja, aber ich muss hier erst Mark Forster bauen. Also, wir funktionieren das Baby einfach um für maximale Effizienz zu Mark Forster. Jetzt wollte ich gerade fragen, wie sieht denn Mark Forster aus? Aber laut euch muss ich ja einfach nur in den Spiegel gucken. So, mal hier weg mit allen Häusern. Der hat... Ich nehme Kannst mal an. Kannst du die Elden Ring Stadt Torinfound nennen? Alter, die Elden Ring Stadt habe ich noch nicht mal angefangen. So schön braunen Wegen. Hat der hier so ein bisschen Bart? Erkennt man, oder? Hat Mark Forster auch eine große Nase? Ich habe wirklich eine große Nase. Was mich echt nervt. Hat Mark Forster auch eine große Nase? Bei mir schon. Jetzt ist bloß, der Nasenort ist eigentlich perfekt in diesem Fluss drin. Und ich glaube, das ist nicht die beste Idee, da jetzt... Guck mal, vielleicht können wir es so ein bisschen drüber machen. So, hier, Mark Forster.
fetten Zinken hast. Ja, dann können wir das sogar so ein bisschen realistisch. Hier, wo die Augen sind, hat man ja so ein bisschen so eine Einbuchtung. Guck mal, dann sieht das sogar realistisch aus, mal wie eine Person. Das ist ja der Wahnsinn. Und wie soll ich eigentlich das Cap machen, wenn der einen Bahnhof auf seinem Kopf hat? Der hat so einen Zinken, perfekt. Ist doch normal, dass sich Babys bzw. Mark Forster einwursten. Ja, wenn die so auf einem Stand stehen. Hier, ich muss einfach mehr mit diesem Terra-Tool arbeiten. Dann kriege ich es gerechtfertigt, nicht alles mit Straßen bauen zu müssen. Hier dann noch so Oberlippenbart. Mark Forster ist happy. Ja, Mark Forster ist eigentlich überhaupt nicht happy, so wie der aussieht. Das Problem ist, da ist jetzt in der Cap dann der Bahnhof drin. Aber damit müssen wir, ups, irgendwie leben. Was ist das denn? Wieso habt ihr jetzt schon wieder alle Sozialleistungen verloren, nur weil ich hier eine Straße hingesetzt habe? Ja, die ist schon wieder ein bisschen verkrüppelt. Aber man muss jetzt auch nicht übertreiben. Come on. Ja, euer Pech. Mein Gott. Heult nicht so rum. Wie sehen die Steuern aus? Oh, die haben wir noch auf 16%. Ja, die gehen jetzt erstmal wieder hoch auf 18%. Komm, wir brauchen ein bisschen Puffer. So, warum sieht das jetzt eigentlich so wieder so aus, als würde die ganze Scheiße hier den Berg hochlaufen? So werden wir aber diesen Fluss nie los. Ach, ich weiß, was das Problem ist. Guck mal, das ist mittlerweile alles vollgelaufen. Ich dachte, das kam nur alles von der Überschwemmung, aber das ist ja mittlerweile alles vollgelaufen, weil wir nichts haben, um das irgendwie abzutransportieren. Können wir einfach mittlerweile die hier einreißen? Ganz ehrlich, so, es wurde ja nur gesagt, wir müssen diesen See haben. Nicht, dass der permanent nachgefüllt werden muss, bis das er überläuft. Heißt, der See bleibt hier einfach so und irgendwann ist das Abgelaufene hoffentlich alles weg. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht, dass das Ding auch voll werden kann. Nee, ich mache jetzt nicht bayerische Blasmusik an, aber danke für den Vorschlag. Die Bahnhöfe. Ich finde es auch geil, wir sind finanziell mal wieder im Plus. Guckt euch die Scheiße an. Bahnhöfe. Hier. Wollen wir die einfach unterirdisch machen? Jetzt ist es verbunden. Okay. Man darf nämlich auch beim Zug nicht zu krasse Kurven machen, sonst kackt hier alles ab. Und dann mit einer geraden Strecke hier hin. So, du machst bayerische Blasmusik oder der ganze Chat wird aus Wurstapparaten. Alter, was ist das denn für eine Drohung? Bahnübergang auf der Straße, damit sich hier noch mehr Stau bildet. Wunderbar. Ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, wie das Ganze hier jetzt eigentlich immer angeschlossen werden muss. Wir machen das jetzt einfach mal so Freestyle irgendwie. Dann hätte ich hier gerne einmal das direkt am Bahnhof, bitte. Von da aus fährt der Zug dann hierher. So, von Köln Hauptbahnhof. Dann hier nach Düsseldorf, wo es schön stinkt nach Scheiße. Und dann auch wieder nach Hause. Wieso steht der Strich nicht da? Hä, wieso kommt der denn jetzt hier über das gleiche Streckennetz wieder zurück? Nein, du sollst hier langfahren. Hä, wieso kann er hier nicht langfahren? Ah, weil hier das Netz kaputt ist, okay. Weil die Kurve zu krass, ey. Da fliegt gleich der ganze Zug raus. Hier, das überschneidet jetzt ein bisschen da, wo die Häuser stehen können. Aber damit müssen wir jetzt leben. Kann ich das jetzt einfach weiterbauen? Nö, jetzt muss ich eine neue Linie anfangen. Ja, danke schön. Bau eine Stadt, die aussieht wie die USA mit allen Flüssen, aber die bestehen aus Scheiße. Was? Alter, weißt du, wie viele Flüsse die USA hat? Ich weiß es nicht, also... Aber ich gehe mal davon aus, dass die viele Flüsse haben, oder? So, was ist denn eigentlich bei euch hier oben das Problem schon wieder? Abwasserrückstau und Luftverschmutzung. Wollt ihr mir erzählen, dass es wirklich die Luftverschmutzung bis da oben gegangen ist? Und wie ist es überall Abwasserrückstau? Ach, weil wir den Wurstapparat eingerissen haben. Moment. Wir machen einen neuen Scheißefluss. Schraubt die Zahl der Züge maximal hoch und die Preise runter. Okay, na logisch. Guck mal, wir sind gerade eh im Plus. Major Rivers. Na guck mal, das sind gar nicht so viele. So, wie sieht denn die USA aus? Hier unten Texas hat so ein bisschen ein Eck. Guck mal, ich mache das hier mit normalen Straßen und so ein bisschen hakelig, sonst wird das nichts. Hier oben sehr gerade. Wer von euch will eigentlich mal in die USA? Für mich ist die USA wirklich so ein Land. Da dachte ich mir vielleicht mal, als Kind ist ganz cool. Aber ganz ehrlich, mittlerweile denke ich mir, was ist das eigentlich für ein Dreckhaufen? Okay, Florida ist eigentlich nur genauso tief wie Mexiko. Ist eigentlich gar nicht so tief. Ja, kann man erkennen, oder? Und die Major-Flüsse, die muss ich jetzt eigentlich hier mit meinem Tool hier einen, der hochgeht. Problem ist, wie kriege ich denn dann in jeden einzelnen Fluss Scheiße rein? Muss ich dann einmal hier komplett Scheiße wieder drüber leiten, damit das überall sich dann verteilt? Hier geht einfach einer so ganz gerade rein. Der sieht ja maximal goofy aus. Der Colorado River. Ist das hier? So. Wunderschön. Oh, wir haben mittlerweile Winter. Guck mal, ich war so lange in diesem Menü, jetzt ist plötzlich Winter geworden. Naja, die Frage ist, wie kriegen wir jetzt hier die ganze Scheiße rein? Hier machen wir so eine Verbindung nach Mexiko, eine illegale. Nämlich über diesen Wurstapparat hier drüber. So, dann kann hier alles rumfließen. Also sobald du irgendwie das Terrain veränderst, kommt hier eine Menge als Scheiße raus. Das ist ja nicht mehr normal. So plötzlich flutet hier alles. So, die Flüsse sind alle miteinander verbunden, das ist miteinander verbunden an... Den hier kommt im Moment noch nichts ran. Was ich mir gehofft habe bei City Skylines 2, ist, dass man so Terrain machen kann, was quasi über andere Dinge drüber ist. Eine funktionierende Stadt mit allem, was man braucht. Auch alle Dienstleistungen, aber mit einem Rabattwurstapparat. Rabattwurstapparat See in der Mitte mit einem Fluss davon raus. Nach den USA. Das heißt, der hier kommt wieder weg und wir bauen eine andere Stadt, die die ganze Scheiße in die USA reinschickt. Bauen das Gesicht von Markus Söder. Okay, wir bauen nicht Mexiko.
Kann ich die Scheiße auch von Markus Söder nach in die USA schicken? Ja, da habt ihr richtig gehört. Mein Chat will wirklich, dass ich ein Gesicht von Markus Söder baue und dass dessen Schnodder die USA flutet. Gibt's dann in der nächsten Folge. Wenn du Bock drauf hast, lass gerne ein Abo da und dann sehen wir uns dort. Tschüss!